Okay, und da sind wir wieder und wir machen ganz spontan weiter. Vielleicht begegnet es uns ja und von daher werden wir zu Fuß weiter unterwegs sein. Und ja, wir begeben uns Richtung Westen, weiter westlich und ja, wir können ja surfen, wir sind ja Masters. Und ja, und jetzt kommt die nächste Nebenquest hinterher. Ja, da gibt es nicht viel zu sagen, außer dass es eigentlich nur ein Traum ist. Beziehungsweise ja, es ist ein Pokémon, das unsere Träume nicht gerade verbessern. Wir gehen mal kurz rein, raus. Nee, warte, wie war das? Ansprechen? Ansprechen? Oder warte mal, musste man... Oh, man braucht das... Moment mal. Haben wir nicht alle gesehen schon mittlerweile? Mal ganz kurz in die Liste blicken. Cool, Planänderung. Wir gehen woanders hin. Ja, so ist das ganz spontan hier. Dahin. Ganz spontane Planänderung. Und jetzt gehen wir zum Professor und der sagt uns, wow, wir haben alle... Was? Welches fehlt uns bitte noch? Könnte mir das irgendjemand sagen? Irgendwas haben wir doch übersehen, oder? Nee. Haben wir irgendwas übersehen? Doch, da fehlte was. Da ist die Lücke. Zwischen Riolu und der... OMG, das glaube ich jetzt nicht. Mann, sind wir erbärmliche Noobs, das glaube ich jetzt nicht. Was, wir haben das nicht gesehen? Ist das ein Witz? Ja, dreimal dürft ihr raten, wo ich jetzt hingehe. Ja, zu diesem komischen Item und ich weiß immer noch nicht, wie man da hinkommt. Könntet ihr mir das bitte mal sagen? Das wäre aber sehr nett. Ja, wie es der Zufall so will, haben wir ein Pokémon nicht gesehen, was ein bisschen erbärmlich ist. Also mir kommt das sehr erbärmlich vor. Jetzt! Und auf einmal haben wir alle Pokémon der Welt gesehen. Unglaublich. Ach ja, Leute, wie durch so einen Blitz ist mir eingefallen, wie man da nach oben hinkommt. Es gibt doch hier so einen Pokémaniac, der doch so eine Höhle gräbt, nicht wahr? Und wie hat er es dann geschafft, da oben schon anzukommen? Ich glaub's nicht. Egal, egal, das sind zu viele Topics auf einmal. Wir müssen uns wieder konzentrieren. Ja, 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 das ist schon ein bisschen gefailed. Und jetzt endlich ein drittes Mal zum Professor, aber dieses Mal. Und? Ja, wir haben alle gesehen und jetzt kriegen wir... Oh, Professor Eich, das glaube ich nicht. Professor Eich ist hier. Nein, das ist doch unglaublich. Professor Eich ist hier und er gibt uns. Und was gibt er uns? Ja? Ja, wir kriegen endlich den National Dex. Endlich können wir uns alle 493 Pokémon anschauen. Ja, also beziehungsweise finden. Wir haben wahrscheinlich schon sehr viele gesehen, bin ich schon mal gespannt. Ja, und Pokeradar, um Shiny Pokémon zu kriegen. Aber eine sehr schwierige Angelegenheit. Ich selber habe, glaube ich, nur einen gekriegt. Hardcore-Modus auf jeden Fall. Moment mal, jetzt mal kurz gucken. Oh, wir haben doch schon 318 gesehen. Meine Güte. Ja, wir haben tatsächlich schon 318 Pokémon gesehen. Obwohl wir gerade eben nur 210 gesehen haben. Naja, wie das so ist, sehr nice. Und... Und ja, und diese Sis hier, die Schwester von Lucia, die sagt uns... Wow, hast du geguckt? Auf Route 224 gibt es Natus. Also in Platin gäbe es normalerweise dort keine Natus, wilden Natus. Und jetzt gibt es die halt. Das ist halt die Neuerung mit dem Nationaldex. Und diesem Pokeradar, da kann man die auffinden. Und ja, so ist das. Aber das wollte ich alles gar nicht machen. Immerhin haben wir jetzt live diese Challenge geschafft. Spontan. Planänderung. Na gut, dann... Oh, Mann, wie ich hier faile. Können wir das ja machen. Oh, auf einmal ist er krank. Ich war vor ein paar Minuten noch hier. Und kaum habe ich ihn in Inkognito gesehen. Oh, er sagt schon, Dark is watching me. Dunkel schaut mich an. Und wir werden ihm helfen. Wir werden hier durch diese Tür gehen, wenn wir das denn schaffen. Und zack, hier. Wir werden ihm helfen und wir werden es tun. Yes, yes.
Ja, da fahren wir. Geil, oder? Jo, und da sind wir auch schon da. Auf dieser strangen Insel. Und da liegt der Kollege. Da sitzt er, liegt er, steht er. Ui, und da haben wir ihn gesehen und er verschwindet. Unglaublich, aber er hinterlässt noch... Ah, ich wollte gerade ohne. Mondfeder. Ja, sehr wichtig. Braucht das Kind, um von seinen Albträumen von Darkrai befreit zu werden. Das war übrigens nicht Darkrai, das war der Kollege. Sein schlimmster Erzfeind. Und ja, die bringen wir ihm jetzt und dann... Wobei, ich könnte sie auch für viel Schotter verkaufen, aber ich tue es nicht. Ja, wir haben ihm geholfen und hier, yeah. Was kriegen wir zur Belohnung? Nix. Scheiße, Alter. Nichts. Scheiße, Mann, wir haben nichts gekriegt. So ein Mist. Okay, denen geht es dafür wieder besser. Und jetzt haben wir zwei wilde Pokémon auf der Karte. Und ich glaube, wir kümmern uns jetzt um beide. Oder? Ja, ich habe ja nichts Besseres zu tun. Von daher kümmern wir uns mal um beide. Oh, beide auf einen Fleck. Beide sind unten, aber einer wird wahrscheinlich bald seine Position verändern. Mal schauen. Ah, links unten. Beide unten, das gibt's nicht. Kommt einer rüber? Will mich jemand vielleicht... Doch, hier! Einer hat mich besucht. Komm. Ja, da ist er. Ach, er ist es wieder. Unser guter Kollege. Ich will mal kurz einen Quickball werfen. Mal sehen, wie viel der jetzt hier wirkt. Ich glaube nicht mehr sehr viel, aber... Versuch es wert. Ne, nicht so viel und weg mit dir. Aha, aha, aha. Mal sehen, vielleicht kommt es nochmal. Vielleicht haben wir Glück. Ne, Sandern. Aha, aha, jetzt sind sie wieder weg. Ja, das ist so jetzt die Jägertaktik. Sehr schwer. Man muss gut aufpassen, wenn die hier so ganz plötzlich kommen. Wenn die auf einmal von oben, ganz vom Norden auf einmal hier auftauchen, das ist natürlich... Okay, dann müssen wir mal die Kreuzung wechseln. Ja, kommt wieder her, kommt wieder her. Das andere Viech hält sich ganz schön im Norden auf. Ja, warte mal, wenn wir jetzt hochgehen, dann flüchtet es, oder? Nee. Ach, diese Viecher verstehe ich einfach nicht. Na, kommt schon. Kommt her. Na, kommt noch ein bisschen näher. Kommt. Ich habe ein Leckerli, ein Keks. Kommt schon. Ja. Na, noch ein bisschen. Der eine geht auf die Seite. Komm. Ja, da ist er. Da ist einer. Ach so, ja, ihr seht das nicht. Nur ich sehe das. Ist ja witzig. Aber. Komm schon. Aha. Happy Tag. Ja, wir haben noch 2 Minuten. Ah, es ist abgehauen. Habe ich gesehen. Einer ist oben. Wer auch immer. Gehen wir den mal besuchen. Na komm. Da, jetzt sind sie oben. Jetzt sind sie beide hier. In dieser Ecke. Knospi. Noch ist er da. Da ist er. Da ist er schon wieder. Das glaube ich ja nicht. Hyperball. Hä, wie machen wir das jetzt am besten? Ich weiß auch nicht. Raupi. Hypnose funktioniert nicht immer und trifft auch nicht immer. Das ist der Punkt. Ja, das ist schon sehr vergewaltigend hier, die beiden Pokémon zu fangen. Ich glaube, ich nehme das dann nicht mehr auf demnächst. Ich zeige euch nur noch, wie ich sie fange, beziehungsweise wenn sie mal auftauchen. Aber dieser Part noch mal kurz zur Entspannung. Oh, Tanzer, auch nett. Ah, abgehauen. Ja, so ist das. Dann noch mal kurz im Hyperspeed. Kommt her. Sie sind wieder in der Nähe. Wie wir immer nur dieses eine Viech zu sehen kriegen, finde ich sehr lustig. Aber es ist ja auch seine Gegend.
Na los, komm. Jetzt bewegen die sich gar nicht mehr. Sind sie starr vor Kälte? Ja, ich weiß, das ist ein bisschen jetzt langweilig, aber wir müssen die catchen. Ja, verdammt. Ja, da ist es. Wow. Keine Spezialmusik? Quickball. Ich bin immer noch der Meinung, dass Quickballs einfach nur geil sind. Nicht immer, aber ja, meistens. Verdammt. Okay, wir haben sie gesehen und ja, die Zeit läuft davon und ja, ich sag mal bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao.